Hallo NES-Freunde und NES-Freundin, ich zocke alle NES-Games mindestens 10 Minuten und heute ist dran Mappyland. Mappyland am NES. Und wir schauen uns gleich mal das Cover an. Was haben wir da? Eine fette Polizistenmaus mit Schlagstock, die schaut gefährlich aus. Hier hinten haben wir noch eine Katze, ich glaube die ist böse. Und da sind noch so zwei kleine Mäuse. Interessant. Auf der Rückseite, was erwartet uns hier auf der Rückseite? Was haben wir denn da? Zweimal, nochmal den Zug, hübsch gepixelt. Und noch zwei weitere Screenshots. Und auf der Rückseite, die verrät uns auch schon ein bisschen was über die Story. Hat irgendwas mit der Freundin von Mappy zu tun? Wow, so einfallsreich. Aber damals war das ja noch nicht so. Gut, schauen wir uns nochmal einen Wikipedia-Artikel rein. Was sagt uns der zu Mappyland? Basierend auf den Spielhallenautomaten von 1983. Ist also schon ein bisschen her. Weiß nicht, war da jemand von euch schon geboren? Was haben wir denn hier noch? Erschienen in 1986 in Japan, also 3 Jahre später, nach den Spielhallenautomaten. Was haben wir hier noch zu entnehmen? Es gibt 4 Storylines, es gibt 8 Levels und es geht irgendwie darum, um Hochzeitsringe einzusammeln. Leute, wem spricht denn das an? Hochzeitsringe einsammeln? Ich stelle mir das irgendwie strange vor. Lasst uns mal in das Spiel reinspringen. Bevor ich hier noch weiter Hochzeiten bashe. Geht ja gar nicht, oder? Hochzeiten bashen, darf man das machen? So, gut, New Game. Ja, Mappyland, ich bin bereit. Den Sound muss ich gleich mal ein bisschen runterdrehen. So, ich kann links gehen, ich kann rechts gehen, ich kann... ich kann nur hüpfen. Oh ja, ich kann hüpfen. Okay. Was ist dieser Wedel da? Was macht dieser Wedel? Hä? What? Was geht da ab? Ich habe keinen Plan hier. Okay. Ich kann diese Wischer da hinstellen. Was bringen die? Bringen wir die irgendwas, diese Wischer? Keine Ahnung. Den Käse eingesammelt. Darauf gehen. Aha. Okay, habe ich jetzt weggebrezelt. Den Käse hole ich mir. Kostet mich das ein Leben, wenn mich die erwischen? Weiß nicht. Ein Wischmob wieder eingesammelt. Weggebrezelt. Ja, also das merkt schon, das ist offensichtlich wirklich am Arcade-Automaten gehalten. Das wirkt schon sehr arcadig. Und entspricht total diesem Zeitraum natürlich. 1983. Für 1983 war die Grafik sicher ganz gut. Geh weiter rauf. Ja. Und weggebrezelt. Okay. Und da ist jetzt ein Spiegel oder was ist das? Eine Tür? Aha, da kann ich reingehen. Ah ja. Das war Welt 1. Also die Grafik jetzt zum Schluss seltsam irgendwie mit diesem Durch vorne, hinten und so. Weiß irgendwie nicht unbedingt zum Ernst. Was ist das da? Kann ich diese. Ah, yeah! Die Kanone kann ich nur einmal verwenden, oder was? Okay, wieso? Was hat's mit diesem Wischmob auf sich, Leute? Was ist denn das? Aha. Da ist auch so eine Waffe hier aktiviert. Na komm schon. Ich schieß dich ab. Nein, schieß ich doch nicht ab. Okay. Und? Komm schon. Nein, wieso kann ich die Kanone nicht mehr einsetzen? Oder kann ich die nur einmal einsetzen, dann auch wenn ich tot bin, nicht mehr, oder was? Ich bin schon instant Game Over. Okay, continue. Okay. Hier mal diesen Wackler da aktivieren. Was auch immer das für ein komischer Wackler ist. Einmal geschossen und instant tot. Okay. Noch nicht ganz begriffen. Der Wackler da verwirrt alle irgendwie. Und da kann ich jetzt auch den Käse. Muss ich den Käse sammeln eigentlich? Ist das Pflicht oder
ist es nur so optional. Okay, da ist so ein Wackler. Ist das vielleicht ein Boxsack oder wie? Der dann hin und her wackelt. Wird irgendwie mehr Sinn ergeben. Ich sage einfach, ist der Wackler. Aha, wird irgendwas eingesammelt. Da gehen wir rein. Über die Brücke. Und ins nächste Level. Okay, warum nicht? Ja, ist gar nicht so schlecht. Das ist ganz nett gepixelt. Es liegt eine Bombe am Boden. Bringt das irgendwas? Der hat mich gekillt. Okay, ich hätte mal gleich nicht drüber hüpfen, aber es geht nicht. Drüber hüpfen ist nicht drinnen. Reißen wir hier mal den Käse. Dann holen wir hier die Bombe. Bin mir nicht sicher wofür. Aber egal. Und dann holen wir hier den Cheese. Wackler? Nein. Hey, was hat das denn gebracht? Wo ist hingelegt jetzt? Die Mechanik ist gar nicht so unkomplex. Was habe ich da jetzt hinlegen können? Continue. Nochmal. Sind wir denn? 4 Minuten irgendwas. Mappy. Naja. Was bringt diese Bombe hier? Kann ich da reingehen? Nee. Ah, die Bombe sprengt die Gegner weg. Gut. Sprengen gefällt mir natürlich. Gegner wegsprengen ist gut. Hier rauf da. Gehen wir da weiter vielleicht. Hier ist ein Besen. Bombe aktivieren. Käse holen. So, da muss man vielleicht. Muss ich jetzt den Käse holen eigentlich oder nicht? Den jetzt zerrissen. Ja, den hat es auch zerrissen. Nicht cool, wenn es euch zerreißt, Leute. Da ist noch was zum Holen. Und geht schon wieder ins Ziel. Next Stage. Ja, du. Kann man schon spielen, aber man merkt halt, dass es so richtig alt ist. Das merkt man schon. Warum man hüpfen kann und dann mit dem Trampolieren dann nochmal extra hochhüpfen kann, ist das interessante Mechanik. Kann ich da jetzt klettern? Hä? Wie geht das? Ah, jetzt geht's klettern. Vorher ging's nicht. Okay. Käse eingesammelt. Lecker, schlecker Käse. Warte mal, bis der. In den Käse. Kann ich da reingehen oder was? Ah, na, das. Wäre fast schief gegangen. Oh, das ist schief gegangen. Ich habe eine Sekunde zu viel nach rechts gedrückt. Ah. Eckbart. Nein, er dachte, okay, auf diesem Trampolin ist ein Rechtsdruck, geht nicht ein Stückchen weiter, sondern springt instant runter. Das heißt, die Steuerung am Trampolin ist eine andere Steuerung als am Boden. Finde ich irgendwie inkonsistent. Finde ich nicht gut. Ah, jetzt bin ich nicht auf Continue gegangen. Ich traue, oder? Egal. Jetzt kann ich das sehr schnell machen. Oder auch nicht. Ich sterbe einfach ein bisschen. So, weiter geht's. Guten alten Mappy. Nehmen wir den Käse. Geh oben rum. Oder noch mehr Käse. Aha, damit kann ich die also schon außer Gefecht setzen. War ich nur schlecht. Wieso? Wieso konnte ich da jetzt noch nicht durchgehen? Weil ich noch nicht den ganzen Käse gesammelt habe, oder was? Das ist doch den ganzen Käse sammeln. Den ganzen Käse musst du einsammeln. Lass uns den ganzen Käse einsammeln. Haben wir jetzt den ganzen Käse? Ja, jetzt haben wir den ganzen Käse. Naja, die Hochzeitsringe habe ich noch nicht gesehen. Also die kommt wahrscheinlich erst Spiel später. Was ist das? Ah, Käse versagen, ich troll. Käse, ah, Mist. Tschüss.
Na, die verfolgt mich da. Blöde Katze. Kann ich da ein bisschen schleichen? Oder ein bisschen viel? Das ist eine Bar. Auch nicht so kindgerecht. Ist so kindliche Grafik und dann irgendwie vom Thema her? Naja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht spricht Herrn ein Mädchen an. Jungs, auf jeden Fall. Also ich kenne keine Jungs, die jetzt irgendwie auf Herrn stehen. Allerdings Mädchen auch nicht in dem Alter. Was ist das für unter 10-Jährige das Game, oder? Beziehungsweise das Spielhallenautomat, vielleicht auch für Ältere. Ja, das Setting ist halt schon sehr kindlich. Okay, ich hab dann noch nicht alles gesammelt. Es fehlt noch irgendwas. Was fehlt denn noch? Was fehlt mir hier? Was ist das? Ah, da oben fehlt noch ein Cash. Ohne Cash werde ich best. Ah, hier runter. Oder? Nimm die Bombe. Und ab geht's. Kann man das noch einsammeln, oder? Was auch immer das ist. Können wir mal in die Kommentare schreiben, was ich da einsammle. Was sind diese komischen Brocken, die kein Käse sind? So, okay, nochmal. Jetzt bin ich nochmal hier. Nochmal hier. Und ich weiß jetzt, die Steuerung auf dem Trampolin ist nicht die gleiche wie unten. Und darüber schnapp, schwapp, schwupp. Boah, okay, wieso macht. Wollte ich jetzt eigentlich nicht Käse eingesammelt. Also ich musste noch irgendwie darüber. Uah. Okay, das ist echt schwierig. Ah, wieso? Habt ihr das gesehen? Das war doch ein Fehler, bitte. Der ist durchs Trampolin geflogen. Frechheit. Bin schon über 10 Minuten, ich weiß, aber ich möchte das jetzt noch probieren. Ich möchte das jetzt noch probieren. Den ganzen Käse. Das Level würde ich echt gern noch schaffen. Es wird anspruchsvoll, ne? Immer anspruchsvoll das Game. Und? Ah, Mist, okay. Wieso macht ihr das? Wieso fliegt ihr durch dieses dumme Trampolin durch? Aha, da ist jetzt kein Käse mehr, sondern ein Wischmopp. Okay. Ich drücke jetzt echt nur Links-Rechts-Steuerkreuz. Was? Ich check's nicht. Was ist der Fehler? Was ist der Fehler, bitte Leute? Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Wieso? Da stimmt doch irgendwas mit der Kollisionsabfrage nicht. Ich will das wissen. Ich probier's nochmal. Ich will's echt gerne wissen. Was ist da los? Es ist ansonsten kein schlechtes Spiel. Fliegt ein Vogel. Den darf ich nicht. Ich muss warten, bis der da oben oder ganz unten ist. Ich warte, bis er ganz unten ist, weil es ist kein Vogel da. Ich geh rüber. Okay, es ist da unten so ein depperter Vogel. Ich bin da drauf und... Ah, ich habe den Käse nicht geholt. Verdammter Mist. Wieso fliegt er denn immer runter? Das wäre, drücke ich irgendwie runter? Moment, wenn ich runter drücke, fliege ich durch, oder was? Nein, da geht das nicht. Ich probiere es da noch. Wenn ich runter drücke, fliege ich durch das Trampolin durch? Nein. Es ist einfach schlecht von der Kollisionsabfrage. Ich fürchte, es ist wirklich einfach schlecht von der Kollisionsabfrage. Mappy, was machst du denn? Come on, Mappy. Kannst du es schaffen? Mappy! Wieso?
Die Steuerung ist Mist, Leute. Es tut mir leid, ich würde das Spiel gern, ganz gern mögen, aber die Steuerung macht einem das Leben nicht leicht. Aber die Kollisionserfahrung ist das Problem. Ja, jetzt muss ich darüber noch diesen blöden Käse holen, ja? Come on. Wieso fliege ich durch das Trampolin durch? Kann ich da nicht unendlich Trampolin springen, oder was? Schauen wir mal. Nein, ich kann unendlich springen. Egal was, es ergibt keinen Sinn, warum ich hier immer runterfalle. Da, warte ich da, bist du? Ja. Okay. Merke ich, komm. So, da. Wie kriege ich jetzt den Käse? Okay, so. Und der blöde Papagei. Sich ein bisschen verduchten. Und jetzt muss ich da den noch schaffen. Aber das muss doch möglich sein. Ja, ist es auch. Ja, meh! Schade, dass die Kollisionsabfrage so verkackt haben an der Stelle. Ja, und ich habe verkackt gesagt. Sie ist es auch, wirklich. Gut, ich schaue mir das ganz kurz, schaue ich mir das noch an. Ich möchte dieses Level auch noch sehen. Wie gesagt, ich würde das Spiel gern mögen, aber... Jetzt das mit der Kollisionsabfrage hat mir jetzt echt einige. Was? Ah, da hätte ich die Gegner zerstören können. Ich verstehe schon. Nur ganz nach oben. Ja, es ist ganz nett gemacht. Also. War damals sicher ein ganz nettes Spiel, aber. Ich weiß nicht. Irgendwie haben sie die Kollisionsabfrage. Meiner Meinung nach nicht ganz im Griff. Come on. Mappy, hol dir den letzten Käse. Und dann bereiten wir diesen Käse ein Ende. Ich fast gekillt das Zeug hier. Okay. Und jetzt? Dadurch und ab ins Finish. Mappy hat's geschafft. Die Grafik müssen wir mal schon anschauen. Was geht denn da ab? Jetzt können wir fliegen. Und Geister jagen. Oh, das ist ja cool. Weg mit dem Geist. Geist weg. Das ist Schlüssel? Okay. Ja, cool, dass sie das Gameplay dann nochmal so krass geändert haben hier. Echt nett gepixelt. Es gibt was zum Einsammeln, es gibt nette Musik, Grafik ist ganz hübsch. Wie das Alter des Games? Voll okay. Und wer ist er? Das ist die fiese Katze vom Cover, oder? Kann ich die irgendwie platt machen? Nö. Nein, falsche Taste. Ist, Junge. Und jetzt komme ich jetzt. Ich komme nicht weiter rüber. Okay. Vielleicht da. Nein! Ich dachte, ich kann da irgendwie reingehen. Ich will es nochmal wissen. Ich will es noch wissen. Weg mit dem Zeug. Kann ich da reingehen? Man kann in Gebäude reingehen. Leute, das Ding wird ja immer cooler. Da gibt's schon. Aha, wieso ist jetzt das Trampolin hingeworden? Ja, lassen Sie mal stoppen. Das war Mappyland am NES. Ja, ganz gutes Spiel eigentlich, wenn man von den paar Problemen absieht. Kollisionsabfrage teilweise, Steuerung zum Teil, naja. Aber die Thematik ist auch irgendwie seltsam. Mit dem Eheringe einsammeln und so weiter. Mäuse, Katzen. Ja, aber
Dennoch, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Kann ich empfehlen, Leute. Zieht euch mal Mappyland am NES rein, wenn euch sowas Spaß macht. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Mappyland so findet, wenn ihr es denn kennt. Ist ja schon ein bisschen älteres Game. Ansonsten sage ich Daumen hoch da lassen. Da freue ich mich. Da unten könnt ihr abonnieren. Und ich habe schon urviele NES-Games gezockt. Die könnt ihr euch natürlich auch alle noch anschauen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.